So, wunderschönen guten Morgen, Freunde. Heute nochmal ein Spaziergang hier durch Stein. Von der anderen Seite aus. Da müssen wir irgendwo hoch, keine Ahnung. Wir werden mal gucken, wo wir rüber müssen. Hier ist der offizielle Parkplatz. So sieht es aus. Ja, dann würde ich sagen, laufen wir einfach mal los. Gucken gerade mal hier auf die Karte. So, wo sind wir denn? Da sind wir. Und hin wollen wir da. Also dann schauen wir mal weiter. Dann hängen wir das Ding wieder hin. So, dann auf geht's. Ja, die Tuti gehört zu den vier Berge. Traumfahrt. Ja, falls einer nachlaufen will. Mal gucken, was sich hier so tut. Ja, da ist eine ganze Gruppe hinter uns. Naja. So, das meiste haben wir geschafft. Da müssen wir noch lang. Wetter ist okay. Da sollte mal ein Mühlstein werden. Durchgebrochen. Naja. Da kann man sich auch sparen. Also, die letzten Meter noch, dann haben wir gepackt. Liegt da noch Schnee? Ja. Da ist noch ein bisschen weiß in dem Bereich. So, Endspruch. Ja, dafür sind die hier gut, die Treppen. So, da oben ist noch ein Aussichtspunkt. Da gucken wir, ob wir noch hinkommen. So, da oben ist auch die Gruppe von eben. So, Freunde, auf geht's zur Höhle. Bist du? Ja, ich habe ja auch einen Lamm. Also, wir haben schon eine Bar gemacht, da hier unten. Ja, schon ewig her, wo wir hier drin waren. So, ein paar Teelichter sind am Start. Nichts verändert. Nee. Teelichter haben sie jetzt jede Menge hier drin. Das alle anzünden. Nee, verändert hat sich nicht wirklich nichts. Was, ne? Die Rolle ist immer noch drin. Ja. Das haben sie schon. Man hat schon mal eine Fledermaus hier drin gesehen, ne? Ja. Die nochmal an, ey. Ja, die war hier in so einer Ritze. Die kriegt, glaube ich, jetzt gleich noch, ne? Diesen Mühlstein angefangen. Ja, da sieht man noch der Runde, ne? Ja. Ich zeige euch gleich. So, da in dem Bereich, da sollte mal einer werden. Ja. Und hier war auch die Ritze, wo die Fledermaus drin war, ne? Das weiß ich jetzt nicht. Ja, ist aber nichts zu sehen. Ja. Hier hat man auch immer die Kerzen reingestellt, ne? Ja. Keine baulichen Veränderungen, nein. Nee, hat nur eine jede Menge Teelichter hier gelassen. Ja. Und die alle da nicht mal? Nee, die sind alle noch neu. Stimmt von der Gemeinde. Meinst du? Die hat die da gelassen. Ja. Ich muss hier da durchgehen. Nee.
So, ich denke, gesehen haben wir alles. Mehr ist es nicht. Dann graben wir wieder raus. So, hier der Vorraum. Da ist das Loch, wo wir jetzt durch sind. Ah, hier die weißen Spinnendinger, die waren früher auch immer schon da. So, gehen wir wieder raus. So, dann sind wir wieder auf dem Rückweg. Wie ihr seht, hier noch Schnee. Darüber wird es auch noch ein bisschen heller, weißer, wollte ich sagen. Mitten im Wald, aber sehr laut ist es heute hier. Da unten waren auch so Rallye-Autos auf der Straße lang. Das nervt. Oh, den hat es aber auch gut zerlegt, da den Baum. Gucken wir mal. Der hier auch. Den hat es aber auch schon mit dem Sturm weggeweht, hier den. Ja, ja. Nee, der ist schon ganz faul in der Mitte, ne? Ja, ja. Ah, da unten kommen die nächsten Leute. Und Schneeglöckchen haben wir noch hier. Hast du die gesehen? Ja, ja. Das sind aber die größeren, ne? Ja, ja, das ist ja richtig. Das sind die Wälle da. Ja, seht ihr sie? Da. Ja, ja. Märzenbecher, oder wie die ich nenne. Ja, ja. Da sind auch noch da links und da noch. Ach ja, da sind auch noch welche. Die sind auch grüner als die, ne? Die ja, sind ja, dunkelgrün. Die sind vom Grün her, ja. Ja. So Freunde, wir sind gleich wieder am Auto. Ihr habt dann nochmal einen Blick hoch durch den Wald. Von da oben sind wir jetzt gekommen, hier so runter. Da sind die auch wieder Leute unterwegs. Wir haben jetzt noch, weiß nicht, 100 Meter oder so weit bis zum Bus. Ja, dann zwitschern wir wieder Richtung Heimat. Dann würde ich sagen, lasst einen Daumen und ein Abo da. Und dann gucken wir mal, wie die Woche weitergeht. Also macht es gut.